sind das für Geräusche hier? Ah! Das ist der Veteran. Der Kriegstyp da. Kriegsmedaille. Okay. Sehr schön. Gut, dann fehlt nur noch ein Raum. Das will ich auf jeden Fall noch in dieser Folge schaffen. Was war das letzte nochmal? War das ein Medaillon? Ein Bild einer Frau befindet sich darin. Wahrscheinlich ist es die Frau, die hier gerade heult, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Vermutung. Das ist eine Vermutung halt. So, also es fehlt noch ein Raum. Den müssen wir noch finden. Hier. Ne, das ist zu. Aber es waren nur drei Stockwerke, ne? Vielleicht doch der allererste Raum, den wir hatten. Weil das war so eine kleine Absteige. Es hätte ja sein können, dass das irgendwie so das Zimmer von einer traurigen Frau ist. Die halt alleine lebt und sonst keinen hat. Da hatten wir einen. Es muss ja eigentlich schon fast so sein, ne? Weil das ist das Zimmer, in dem wir eingestiegen sind. Mehr gab's nicht. Hier haben wir angefangen. Ich vermute, dass das das Zimmer der einsamen Frau ist. Da! Ja, da ist doch was. Es freuen sich alle. Nachbarschaftswache. Ja, schön. Aber gebracht hat mir das nichts, ne? So wirklich. Hm. Okay. Ja, schön. Oder gab es jetzt gerade einen Text für? Warte mal eben. Also, es gibt 5 Vögel, immerhin. Halte, schreibe mal, finde die Ersatzleitung. Ja, hier sind die ganzen Gedanken. Gut, also ich soll auf jeden Fall zum Radiosender. Ja, dann gucken wir, wenn wir gleich aus dem Haus draußen sind, mal auf die Karte, wo sich denn der Radiosender befindet, ne? Es wird nochmal gespeichert. Sehr gut. Okay. Tada. So. Ein Blick auf die Karte. Das ist nicht die Karte. So, Radiosender. Also, Beer Street. Centennial Building. Okay, ist das... Da ist die Bank, da ist das Kino. Oh, Kino wäre allerdings auch geil. Tja. Wir haben jetzt ja einiges abgeklappert. Ich würde sagen, wir halten uns mal links. Und da, wo das Fragezeichen ist, ich denke mal, da sollen wir hin, ne? Gut, also wir halten uns links. Das ist irgendwo... Ja, toll. Links geht schon mal gar nicht. Da könnten wir lang. Okay. Aber trotzdem möchte ich mich eben hier umgucken. Da geht's auch lang. Oh, scheiße. Wo? Wo bist du? Wir wollen ja auch noch Vögel finden. Also das ist ja alles ein Kauderwelsch auch, ne? Und vor allem, bevor ich gleich wieder hier in Kämpfer ausartet, brauche ich auf jeden Fall wieder einen Verbandskasten. Ganz, ganz wichtig. Also gut, wir könnten... Ne, da können wir nicht lang. Aber wir könnten also entweder da hinten rechts durch die kleine Gasse hier oder wir könnten links durch die Gasse. Ach, scheiße. Ist das hier nur ein Sack? Ist das hier nur eine Sackgasse? Weiß ich nicht. Wir sind so Sprungfeder-Dinger. Aufheben? Nee. Danke. Stein ist mir dann doch nicht genug. Also hier scheint nicht mehr viel zu sein. Da liegt aber was auf dem Fass, oder? Oder ist das nur der Verschluss? Da ist was. Das Gemälde kann ich da nicht kombinieren. Münzen. Feuerzeug? Ne. Also da kann ich anscheinend irgendwas machen mit dem Fass.
Gute Frage, ne? Tja, ich weiß es nicht. Es ist ja irgendwo ein Viech. Was soll ich denn mit dem Fass machen? Inventar öffnen. Tja, ich hab nichts. Wir gehen jetzt hier lang. Da ist noch einer. Hm. So, da ist ein Stein. Hier sind wieder. Ist es das gleiche Fass? Ne, es ist wieder ein anderes Fass, glaube ich. Ja. Oh ne. Das ist so ein anderer Typ. Willst du getötet werden? Oh ne, es sind mehrere. Scheiße. Ich versuche wegzulaufen. Jetzt lauf doch weg. So. Oh ne. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Auf die habe ich ja nur gar keinen Bock. Das Vieh ist immer noch hinter mir her, ich glaub's nicht. Muss aber mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Ich bin irgendwie auf dem richtigen Weg, oder? Ich muss mich links halten. Irgendwie darüber. Also ich glaube es zumindest, ich weiß es natürlich nicht. Wahrscheinlich bin ich gerade kurz in Sicherheit. Boah. Also ich fühle mich innerhalb der Gebäude auf jeden Fall sicherer. Nee. Was ist eine Vase? Puh. Okay. Da könnte ich in die U-Bahn? Ach du Scheiße. Das auch noch. Habe ich jetzt den zweiten Polizeiwagen gefunden? Anscheinend. Ist das dieses Gebäude, was ich gesucht habe? Ist ein Park auf jeden Fall. Ja, jetzt bin ich schon vorbei fast. Ne? Also hier und dann wieder links halten. Wenn es geht. Ist zu viel los. In meinen Augen. Kampf oder Flucht? Super. Ja, ja. Diese Trophäe finde ich ganz toll. Okay. Ich glaube, ich muss mich hier links halten, damit ich zu diesem einen Gebäude hinkomme, was da als Fragezeichen oder was da mit dem Fragezeichen markiert ist. Und ich glaube, das sieht ganz gut aus. Der Weg. Das hier links ist, glaube ich, das Gebäude, auf das es ankommt. Ja. Vielleicht ist das ja der Radiosender, ich weiß es nicht. Kann ich da lang? Nee. Ja, also ich werde mit Sicherheit nicht alles finden hier in diesem Spiel. Also diese Vögel und diese Streifenwagen und so. Aber ich versuche mich so ein bisschen an der Hauptstory entlang zu hangeln. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier rein. Vielleicht ist das ja der Radiosender. Ich weiß es nicht. Hui! Okay. Ladebildschirm kommt auf jeden Fall. Aha. Remember,
This is a limited time offer, my friend. I'll let you know. What's up, Officer Coleridge? What was that about? Nothing. Hey, don't bullshit a bullshitter. Sewell's bad news, Murph. He doesn't do anyone favors. What are you in for with him? It's nothing. It's... Don't worry about it. For your sake? I hope so. I don't want to get your hopes up, kid, but the parole board's looking pretty closely at your case. Don't screw this up now. Not after all I've done to get you out of here. Don't worry, Officer Coleridge. I got it all under control. Just some unfinished business to take care of. What the hell are you doing in here anyway, Murphy? You're not like these guys. Told you, sir. Car theft, resisting and evading, and... Yeah. You stole a police cruiser and led him on a 10-hour chase down the eastern seaboard. What makes a guy with no priors and a clean sight do something that stupid? I think you at least owe me the truth. Maybe I just needed to escape from the world for a while. Yeah, well, you just steer clear of Sewell and do your homework, right? You got it, Chief. Also jetzt wissen wir schon mal, weswegen wir überhaupt da sind. Wir haben uns eine 10-stündige Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Aha. Und ja, er rückt nicht so wirklich damit raus, warum. Er wird ja mit Sicherheit irgendwie einen Grund haben, vermute ich mal. Aber das ist schon interessant. Allerdings gab es ja auch Gerüchte, dass wir uns irgendwie an kleinen Kindern wohl vergriffen hätten. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Weil dieser eine Knacki, der mittlerweile tot ist, der hatte uns ja darauf angesprochen, ob es wahr ist, was man sich über uns erzählt. Und Also schon sehr merkwürdig, unsere Vergangenheit. Allerdings hat ja dieser eine korrupte Bulle, sag ich jetzt mal da, uns dann, diese Chance ermöglicht, den einen Gefangenen da zu erstechen, wehrlos. Der ja wohl unser Nachbar mal war. Und da frage ich mich dann auch wieder, wozu das Ganze, ne? Ja gut, Upsala. Ach, das ist, da können wir jetzt ja mal lesen, den Bericht, alles klar. So, Bewährungsausschuss. Murphy Pendleton. Hiermit wird die Genehmigung für das Inkrafttreten der Bewährung für den Häftling Murphy Pendleton, bla bla bla, erteilt. Geltend ab dem 26. Juni. Herr Pendleton erfüllt alle Qualifikationen für eine vorzeitige Entlassung und ist in jeder Hinsicht ein vorbildlicher Häftling. Er ist bereit und imstande, den Übergang von Häftling zu Bürger zu meistern. Des Weiteren stellt er unserer Meinung nach keine körperliche Bedrohung, Gefahr für die Allgemeinheit dar. Auch seine Straftat nicht gewalttätiger Natur war. Achso. Bei Fragen oder Problemen, bitte kontaktieren Sie Büro. Unser. Hartungsvoll. Judith Zaragoza. Vorsitzende des Bewährungsausschusses. Ist sie das vielleicht gewesen? Nee, glaube ich eigentlich eher nicht, oder? Da ist übrigens eine sechsstellige Zahl. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir nochmal zurückkommen zu diesem einen Schrank. Irgendwo hätten wir anscheinend eine sechsstellige Zahl bekommen können und die habe ich wohl verbaselt. Okay, was ist hier los? Aufheben, was war da jetzt schon wieder? Da war doch was von wegen Aufheben, stand doch da eben. Das Ding? Ach, da! Okay, das Centennial Building. Fahrstuhl. Das ist ja wohl der. Ist das der Radiosender? Ich sag jetzt einfach mal ja, ich weiß es nicht. Obwohl es hier gerade eher wie Knast aussieht. Na gut, nee, nicht wirklich. Och nö, ich höre schon wieder was. Ich habe doch keine Lust auf Gegner. Ich möchte ehrlich gesagt erstmal einen Verbandskasten finden. Komme ich so also nicht rein. Okay. Gut, das ist jetzt erstmal der Garagenbereich, klar. Habe ich schon verstanden. Radio Station. Ja, okay, alles klar. Dann haben wir es ja richtig gemacht. If I can just
just get to that freight elevator. Okay. Ach, das ist diesmal tatsächlich ein Polizeiwagen. Ich dachte, das wäre wieder so Störgeräusche für irgendwelche Gegner. Den Stuhl könnte ich wieder aufheben. Zu den Polizeiwagen gehe ich gleich hin. Ah, den kann ich auch öffnen. Das, oh, da ist doch bestimmt ein Verbandskasten drin, oder? Bitte, 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 bitte. Oh, Mann, ey. Ich habe irgendwas aufgehoben. Töten. 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 Okay, die ist relativ schnell tot gewesen. Und diese Pickhacke, die ich da hatte, die hat nicht wirklich was gebracht. Nehmen wir uns jetzt hier. Hier war was zum Mitnehmen. Oder? Ich kann nicht mit einem Stuhl durch die Gegend laufen, Leute. Kann ich hier auch nochmal öffnen? Ach, da kann ich auch öffnen. Ne, da geht nicht. Ja, hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Nö. Toll. Das hat sich jetzt richtig gelohnt, dass ich neugierig war und da reingeguckt habe, ne? Mhm. Ärgerlich. Na gut, zumindest hat sie mich nicht so stark verletzt. Alles gut. Da flüstert wieder irgendwas. Das Auto da hinten. Ach so, das war doch nur sie anscheinend, ne? Dieses Geräusch. Ja, wahrscheinlich schon. Weil ich dachte ja, dass das wieder... Dass das jetzt der Polizeiwagen ist, aber das hat doch wieder so ein Viech angekündigt. So ein Monster. Na komm, nehmen wir hier die... Oh, ein Hammer, immerhin. Immerhin. Entschuldigung. Ja. Okay, alles gut. Danke. Das hatten wir schon. Da. Okay. Captain Brian Handley. Glenn Milton, schon wieder? Tatsächlich, das ist der gleiche, der auch unseren Bewährungsbericht gemacht hat. Oder Bewährungsstatus, ja. Wie kürzlich besprochen, hat meine Abteilung eine intensive interne Überprüfung der Gefängnispersonalbelegschaft begonnen. Was wichtige Entwicklungen zum jetzigen Zeitpunkt angeht, richten wir unsere Aufmerksamkeit besonders auf die Aktivitäten sowohl in der Vergangenheit als auch Gegenwart des Wärters George Saville. Das ist der, der uns da praktisch diese Möglichkeit geboten hat, den Typen zu ermorden. Laut Augenzeugenbericht des Wärters Frank Coleridge, das war der andere, mit dem wir gesprochen haben, war Wärter Sewell in eine Anzahl illegaler Aktivitäten verwickelt. Allerdings liegen uns außer dem Augenzeugenbericht von Wärter Coleridge bisher keine weiteren Beweise hinsichtlich Sewells angeblicher Vergehen vor und unsere Untersuchungen werden fortgesetzt. Ich erstatte Ihnen unverzüglich über neue Erkenntnisse Bericht. Hochachtungsvoll, habe ich nicht gelesen. Eine andere auf jeden Fall, Brian Handley. Ja, okay. Also es war auf jeden Fall schon bekannt, dass dieser Typ korrupt ist. Hui! Lassen wir den in Ruhe. Ey, wir sind in einem Silent Hill Spiel, da kann ich auf den runterspringen. Nee, kann ich nicht. Na gut. Kann ich in den Feuerwehrwagen rein? Nein. Benutzen? Wofür? Anscheinend weiß er nicht wofür. Ja, ist ja gut. Ja, ich dachte, ich könnte die andere Seite auch... Also anscheinend gibt es irgendwann einen Grund, wofür ich das benutzen kann. Warum schlägst du denn? Ziehen? Was war das denn? Ziehen? Aha. Muss ich anscheinend irgendwann noch anmachen. So, da war eine Tür, habe ich wohl gesehen. Und hier könnte man vielleicht runter, wenn ich die Tür öffne. Da. Ah! Okay, da könnte ich runter.
Und was ist hier? Eine verschlossene Tür. Aufschließen. Ja, wie denn? Hier hängen irgendwelche Klemmbretter. Ja, also gut. Ich würde sagen, bevor wir jetzt nach unten gehen, beenden wir mal eben diesen Part. Und dann gucken wir beim nächsten Mal, was uns denn da unten so erwartet. Das Spiel ist weiterhin sehr interessant. Ich bin es ein bisschen, ja, verworren noch, weil ich nicht so hundertprozentig weiß, was ich jetzt eigentlich erreichen will. Und ja, wir sind natürlich immer noch wieder eine mysteriöse Person. Ich finde ihn nicht unbedingt unsympathisch, muss ich sagen. Ich mag unseren Charakter schon. Ich möchte halt nur wissen, was er jetzt eigentlich letztendlich wirklich verbrochen hat. Weil, warum liefert man sich eine 10-stündige Verfolgungsjagd mit der Polizei ohne irgendeinen Grund? Es muss ja irgendwas geben, was er gemacht hat, was das Ganze rechtfertigt. Werden wir hoffentlich alles beim nächsten Mal in Erfahrung bringen. Euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.